Jo Leute, und hi, ich bin wieder dabei. Ja, schon wieder. Nein, Spaß. Und willkommen zum nächsten Video von der Stadt. Und ja. In der letzten Folge haben wir das Rathaus fertig gebaut und ich würde sagen, in diesem Video gucken wir uns das Ganze mal durch und erklären mal, wie es weitergeht. Genau. So, soll ich da mal durchgehen? Ja, mach das genau. Mal. Also wir haben hier so einen kleinen Vorplatz. Und hier haben wir dann noch zwei Laternen, damit es schön hell ist. Wenn ihr noch Ideen habt, zum Beispiel hier vielleicht irgendwie noch so ein Dach drüber oder Blümchen an die Ecken oder so, schreibt uns das mal in die Kommentare. Und ja. So, wie gesagt, automatische Türen hat man heutzutage. Richtig cool. Und ja. Wie gesagt, die Diamantressoren sind für die Hauptstadt. So. Wir müssen gerade, wir arbeiten ja auch jetzt ein bisschen mit Diamantblöcken. Gehen wir mal hier hoch. Der Computer. Hier kann man sich so hinsetzen und dann hier so runtergucken. Das ist richtig cool. Hier kann man hochgehen. Wir haben die extra die Treppe so versetzt gebaut, weil sieht einfach besser aus. Hier ist es ganz schön dunkel nachts. Also es geht. Obwohl, ja, aber ich weiß nicht, ob hier Monster spawnen können. Ich mache einfach hier zwei, eine solche, so eine Lampe hin. Das ist dann, glaube ich, ganz okay. Vielleicht könnte man aber hier aufs Dach sowas bauen, damit man hier auch den Hubschrauberlandeplatz besser sieht. Das Böse ist, damit wir den versorgen können, brauchen wir halt einen Diamantblock oder sowas. Und ich glaube, der Diamantblock sieht immer noch am besten aus. Ja, finde ich auch. Dann hätten wir das Ganze so. Gucken wir uns das doch mal an. Aber warum strahlt jetzt kein Licht aus? War das nicht so, dass der dann Licht ausstrahlt? Ich glaub schon, ne? Weiß ich auch nicht. Das ist nicht, was das Problem ist. Ich glaube, muss man wirklich jetzt. Hä? Warte, das verstehe ich jetzt echt nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Der braucht also immer ein bisschen. Also man braucht immer so ein Dreieck. Das ist nicht so gut. Jetzt machen wir mal das Ding dahin. Da müssten wir ja theoretisch... so machen. Es ist jetzt mal ein bisschen ruhiger, Leute. Aber ich glaube, sieht das schön aus. Geht. Aber es funktioniert. Sehr schön. Ich glaube, das könnte man in jedes Rathaus jeder Stadt machen. Sowas. Schau mal. Ja. Und vor allem hier ist ja auch der Hubschrauberlandeplatz. Dann kann man das gar nicht verfehlen. Leider sieht es von unten nicht so schön aus. Das ist so ein bisschen das Problem. Soll ich... Ich kann auch die unteren Blöcke wegnehmen, aber dann sieht es noch blöder aus, ne? Oder? Guck mal bitte, wenn man die unteren wegnimmt. Ja, sieht noch blöd aus. Vielleicht andere Blöcke für ganz unten, was hältst du davon? Ja, andere vielleicht. Oder soll ich das Ganze mit vielleicht mit Bildern beschmücken? Auch an euch Zuschauer, wenn ihr
Vorschläge habe für das für die Häuser und für die Rathausgalerie sozusagen, schreibt uns das mal in die Kommentare und ja. So? Gabriel? So? Ja, so finde ich schick. Immer so ein kleines und großes Bild. Ich versuche gerade so ein großes Bild zu bekommen. Scheiße. Kann man ja mal so machen. Das Bild finde ich ganz schön. Ihr könnt ja auch schon schreiben, welches Bild ihr am besten findet. Und hier ist halt der große Balkon, sehr modern gemacht, nicht mit dem Zaun, sondern mit Glasscheiben. Hier fand ich violettes Glas sehr passend, weil es sehr entspannt ist. Hier sind Beleuchtungen, hier ist der Hubschrauberlandeplatz. Ich habe extra auf Nacht gestellt, das war kein Zufall, weil ich halt wollte, dass ihr jetzt auch mal seht, dass auch alles beleuchtet ist. So, und wie geht's jetzt weiter? Wir haben ja das Rathaus quasi jetzt fertig. Das Zentrum der Stadt ist geschaffen. Wir könnten jetzt, würde ich sagen, mit Häusern weitermachen, weil das ist eine Stadt ohne Bewohner. Da würde ich hier so Läden und alles hinklatschen. Da vielleicht den Bahnhof hin. Mal gucken. Aber ich würde sagen, jetzt würde ich hier erstmal so am Rand Häuser bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und was nehmen wir überhaupt? Was wird es für ein Haus? Machen wir ein Hochhaus, was weiß ich? Hochhaus haben wir ja schon mit der Galerie. Ich würde sagen, eher so Einfamilienhäuser oder sowas. So ist etwas Kleineres. Oder? Sind doch keine, oder sind doch keine Holzhütte? Passt nicht, ne? Holzhütte? Man könnte vielleicht so irgendwie so einen Zaun setzen und dahinter dann so wie so ein Bauernhof. Nee, Bauernhof haben wir in unseren anderen Städten machen. Und die versorgen dann quasi die anderen Städte mit Güterzügen, sowas geplant. Aber vielleicht so ein kleines Quarzhaus wäre, glaube ich, ganz okay, ne? Ich glaube, das ist ganz okay, oder? Ein Quarzhaus. Ja, okay. Mit Garage und sowas, weißt du? Überhaupt mal Birkenholz, ein bisschen heller. Welche Tür nehmen wir überhaupt? Ich würde auf jeden Fall sagen, die war das meine Lieblingstür. Meine auch. Und dann vielleicht noch für den Eingang die hier. Oder welche? Halt die. Welche würdest du sagen? Also wir können noch die machen, aber die sind Tropenholz. Genau. Dann hätten wir nur die. Oder die. Die schwarz. Oder die hier. Die Wahl hast du. Wenn ihr die, ihr könnt euch auch entscheiden, sagt dann einfach 1, 2, 3 oder 4 und das schreibt uns dann einfach in die Kommentare, genau, welche ihr wollt. Das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4. So. Schreibt oder einfach in die Kommentare. Das ist, aber sonst arbeite ich erstmal mit der Tür, die ich bevorzuge, für Innenräume die und für Außentüren nehme ich die. Ich würde sagen, wir bauen das nicht direkt so an die Straße, oder? Oder wollen wir jetzt direkt an die Straße bauen? Ja, vielleicht eher die moderneren Häuser. An die Straße, oder? Ich habe ja was Modernes geplant. Also. Mhm. Ja, Ich hätte auch an sowas hier gedacht, so ein Teppich. Das hat so ein richtig schönes, schnuckeliges Haus. So.
Weg damit. Weg damit. So. Gut. Bauen wir. So, ich glaube, so fängt man, glaube ich, ganz okay. Das ist so ganz gut. Glaube ich, wenn man so anfängt. Dann würde ich vielleicht sagen, macht man die Garage. Weil ich denke, so ein Haus hat ja auch eine Garage, ne? Was hältst du von der Garage so? Vielleicht eher eine andere Blockart, oder? Also ich finde die, glaube ich, eigentlich so ganz schön, oder? Ja. Ist halt hell, ne? Also. Hell finde ich passt nicht so. Wollen wir die Garage, wir können die Garage auch halb offen bauen, wollen wir das machen? Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn die so halb offen. Oder wir machen die ganz zu. Das wäre dann so. Und dann würde ich als Dingens. Eine Tür vielleicht so, rein. So als Öffner so abmachen. So wäre die Garage dann geschlossen. Ja, so. Ist so gut. Okay. Hier habe ich gedacht, machen wir die Schwarzeichenholztür rein, weil hier, haben wir ja gesagt, ne, ist ja schon Wohnung, weil ich finde, Holz ist immer sehr gemütlich für innen, weißt du, so für Innenräume. Ja, für innerhalb des Hauses sind die eigentlich immer sehr, sehr schön. Ja. Wir könnten auch Türen als Garagentor nehmen, dann könnte man die sogar öffnen. Was hältst du davon? Bitte? Sag mal bitte. Ich hörte davon, ja. Sieht gut aus, oder? Gefällt es dir so? Ja, das gefällt mir. Dann werden wir jetzt noch das Ganze im Offscreen mit dem Boden auslegen und. Sollen wir das Ganze mit einem Spitzen oder mit einem normalen Dach zumachen? Mit einem Spitzen. Das Problem ist, die brauchen halt immer sehr lange so zum Bauen. Weißt du, ich meine? Das so zu bauen braucht man sehr lange. Aber ich glaube, mit Quarztreppen sieht das Ganze ganz schön aus. Dann lass das Ganze aber. Ah, nee, geht ja gar nicht. Weil sonst kommen wir ja mit der Tür nicht. So. Dann wird das Haus aber sehr, sehr hoch. Denkt dran, ne? Dann würde ich eine flache Garage sagen und ein spitzes Dach beim Haus, oder? Ja. Das Ganze wird dann halt sehr, sehr hoch. Das ist halt immer nur so die Sache. Und wir werden natürlich auch Glas reinbauen. Und ich würde sagen, was nehmen wir für Glas? Weißes oder? Weiß. Dann arbeiten wir gleich im Offscreen weiter. So, das haben wir an Glas zur Verfügung. Schwarzes? Schwarzes Glas, nee. Blaues? Magenta, lila? Ja, komm, sollen wir das Grünliche nehmen, ne? Okay,
Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, euer MIS Gaming Team und ciao.